Hallo, ich bin's, euer Black Kirito, und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man diesen ja, Wasserfallplot baut mit dem Eisbär und den Fischen. Das hat Kroko in seinem Video über die 10 Bauwerke für die Fischer vorgestellt und mit angekündigt gesagt, ja, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, wie man jetzt ja beispielsweise den Fisch hier oben ins Wasserfall setzen kann oder auch den Eisbären, der einen Fisch im Maul hat, sollt ihr einmal in Krokos Discord schreiben, wie das mich anschreiben, wie es funktioniert. Da habe ich mir gedacht, ich mache dafür jetzt einfach mal hier ein Video. So. Um die Fische einzufügen oder den Eisbären, gehen wir auf eine Webseite. Und die Webseite ist MC Stacker. Also MC Stacker. Wählt dahinter eure Minecraft-Version mit aus. Ja, und dann sehen wir uns gleich. Sehen wir uns auf der Webseite. So, laden die Seite einfach neu. So, wir wollen ja was spawnen, was einfügen. Gehen auf Summon. Und wir wollen einen Lachs einfügen, also einen Salmon. Dann soll er No Gravity haben. Wir wollen ihn ja in der Luft platzieren können. Er soll leise sein, er soll unzerstörbar sein. Denn wenn er unzerstörbar ist, können wir ihn auch an Land spawnen, ohne dass er daran stirbt, weil er nicht im Wasser ist. Dann wollen wir nicht, dass er natürlich despawnt. Und wir wollen ihm No AI geben, also dass er sich nicht bewegen kann und nicht wegspringen kann. Das war's schon. Jetzt kopieren wir den Befehl, wechseln zu Minecraft. Da macht ah, Kakadu-Dinkelbrot ist auch mit dabei. Dann nehme ich jetzt hier gerade am Server auf, da wo der Plot auch steht. Er hat sich gerade ein Drachenei geholt. Wir fügen den Befehl hier ein und haben jetzt hier einen Fisch. Den wollen wir jetzt nicht hier haben, den wollen wir ja oben irgendwo beim Wasserfall haben. Also teleportieren wir ihn einfach mal dorthin. So gucke ich den Fisch jetzt einfach an. Sage dann mal Teleport. Und jetzt bekomme ich hier in der Auswahlliste eine lange Nummer angezeigt. Das ist eine eindeutige ID, die genau eine Entität zeigt. In Minecraft wird alles hat jeder Entität eine Nummer. Und das ist für diesen Lachs diese lange ja, Buchstaben-Zahlen-Kombination. Habe ich einmal die Leertaste und gebe dahinter meinen Spielernamen ein, denn ich möchte ihn zu mir teleportieren. Also Black Kirito. Jetzt habe ich ihn zu mir geschoben. Und ich denke mal, hier unten haben wir ja schon einen Eisbär. Wir setzen hier oben nochmal einen hin. Also fangen wir uns mal an, setzen hier oben einmal den Fisch hin. Teleportieren mal meinen Lachs hier hoch. Der ist jetzt schon mal hier oben. Und jetzt wollen wir hier einen Eisbären haben. Also gehen wir wieder auf die Webseite. Und holen uns diesmal keinen Lachs, sondern wir wollen einen Polarbär, einen Eisbär. Der soll. Der soll ebenfalls unzerstörbar sein. Er soll nur Ei haben, also dass er nicht rumlaufen darf. Es soll nur Gravity haben, dass er nicht runterfällt, also wenn irgendjemand unten drunter irgendwas kaputt macht. Er soll nicht natürlich despawnen können. Ja, das war's. Kopieren wir uns diesen Befehl. Wechseln wieder zu Minecraft. Geben wir den Befehl in den Chat ein, führen ihn aus und jetzt haben wir hier einen Eisbären stehen. Den können wir genauso nochmal teleportieren, also Teleport den Eisbären zu mir, also zu Black Kirito. Schicken einmal ein Stück weiter, als wir eigentlich ihn haben wollen. Jetzt kann man es nämlich genau richtig positionieren. Und schicken ihn dorthin. Das passt doch. Und jetzt wollen wir den Fisch noch mal verschieben. Der soll jetzt ja genau ins Maul von dem Eisbären.
Dafür gebe ich in den Chat ein. Einmal execute, weil ich möchte eine Befehlskombination ausführen. Und zwar, ich möchte den Befehl als diesen Fisch ausführen, also als diesen Lachs. Dann möchte ich den Befehl bei dem Fisch ausführen. Also nehme ich jetzt add s, weil das ist der, das markiert denjenigen, der diesen Befehl ausführt. Und da wir schon vorher definiert haben, dass es der, dieser Fisch ist, also der hier, können wir sagen add s, haben die Position von dem und sagen, dass es bei dem Fisch ausgeführt werden soll. Jetzt run, also wir wollen jetzt diesen Befehl jetzt ausführen und wir wollen ihn teleportieren. Teleportieren und zwar den Fisch. Es steht ja vorne schon mit drin. Wir wollen ihn an der gleichen Stelle belassen. Wir wollen ihn nur ein Stück nach oben teleportieren. Sag mal 0,7. Probieren wir es mal aus, wie das dann aussieht. Wobei der Text ist jetzt hinten ja noch rot, also dürfen wir ihn so nicht ausführen. Das Problem ist, dass Minecraft ja die Programmiersprache Java Englisch ist und im Englischen nutzt man kein Komma, sondern man nutzt den Punkt. Also wieder im Deutschen, das Komma ist im Englischen der Punkt. Füge ich jetzt hier ein, das ist der Text. Also Turkey ist blau, also können wir ihn ausführen. Sag ich einmal Enter, schieb den Fisch mal ein Stück nach oben. Höhe könnte vielleicht passen. Jetzt müssen wir nochmal ein Stück in Richtung, meine Richtung teleportieren. Also machen wir den gleichen Befehl. Lassen das weg, probieren hier mal aus. 0,2. 0,2. Ja. Einfach mal ausprobieren und haben wir geschafft. Ne? Ein kleines Stück höher könnte das sogar noch. Jetzt nehmen wir wieder den Befehl. Wir wollen jetzt ja nicht um 0,7 verschieben, sondern da wir schon sehr dicht dran sind. Mal 0,1. Da passt doch das jetzt gut hin. Oh, jetzt haben wir einen zweiten Eisberg. Hier unten haben wir den ersten. Und hier oben haben wir den zweiten. Und genauso können wir auch jetzt einen Fisch auch hier oben im Wasserfall platzieren, der jetzt hier gerade durchspringt. Und die bleiben jetzt auch an der Stelle stehen. Und so haben wir den Plot jetzt mal ein bisschen ergänzt, haben auf den zweiten Eisbär zugesetzt, nochmal zwei Fische. Und jetzt war mal die Frage gewesen, wie bekommt man es jetzt eigentlich mit diesen Blubberblasen hin? Das war jetzt nur Zufall gewesen, denn hier steckt ein kleiner Armor-Stand, also ein kleiner Rüstungsständer, unsichtbar drin. Den können wir auch mit erzeugen. Gehen auch wieder auf die Webseite, auf MC Stacker. So, und holen uns diesmal einen Armor-Stand. Und zwar soll der Armor Stand, er soll klein sein, er soll unzerstörbar sein, er soll keine Bodenplatte haben, gut, er soll auch ja unsichtbar sein, das ist unsichtbar. Da ist es genau, er soll unzerstörbar sein. Holen wir uns den. Copy, wieder zurück zu Minecraft. Dann lassen wir ihn einfach mal ins Wasser fallen. Und jetzt haben wir hier einen unsichtbaren einen unsichtbaren Rüstungsständer, der hier mit durchtreibt. Ich weiß nicht, wo er jetzt hier hingerutscht ist. Holen wir uns noch einen. Da im Spectator Mode kann man ihn sehen. Da ist er gerade hingerutscht. Und erzeugt so ein paar kleine Blubberbläschen. Und damit habe ich hier diese Bläschen jetzt erzeugt. Das war's mit diesem Video.
Ich will hoffen, dass euch dieses Video so gefallen hat. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Bei Fragen einfach die Fragen in die Kommentare schreiben, auch weitere Videoideen einfach mit dazu schreiben. Und dann bis später. Ciao, Leute.